Hast du schon mal über eine Klamotten-Detox-Kur nachgedacht? Wenn du dich bewusst für weniger entscheidest, um glücklicher und freier zu sein. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, wie ein Kleiderschrank, der aus nur 33 Teilen besteht, dein Leben radikal vereinfacht. Bist du auch erschöpft von der ständigen Wäsche? Von dem Gedanken jeden Morgen, was ziehe ich denn heute an, obwohl der Kleiderschrank aus allen Nähten platzt? Von dem Überfluss an Kleidung, die nicht zueinander passt und trotzdem hast du das Gefühl, dass du nichts zum Anziehen hast. Mit dem Projekt 333, was 3 Monate lang dauert, hoffe ich sehr, mein Kleidungsproblem zu lösen. Oft bin ich sehr unglücklich mit dem, was ich in meinem Kleiderschrank finde. Und manchmal bin ich total überfordert, ich weiß nicht, was ich anziehen soll und im Endeffekt greife ich immer wieder zu den gleichen Sachen zu oder ich habe das Gefühl, ich muss mir jetzt was Neues besorgen. Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast. Wir leben im Grunde im Überfluss. Wir haben so viele Sachen um uns herum, dass es uns mehr Zeit kostet, uns um diese Sachen zu kümmern, als wir diese Sachen genießen können. Wann ist das passiert? Dass wir nicht unsere Sachen besitzen, sondern unsere Sachen besitzen uns. Hast du dich schon mal gefragt, wann du zuletzt all das angezogen hast, was du in deinem Kleiderschrank hast? Weißt du überhaupt, welche Klamotten du genau hast? Obwohl ich letztes Jahr ziemlich viel aussortiert habe und ausgemistet habe und ich habe nicht das Gefühl, dass ich so viele Kleidung habe, trotzdem fühle ich mich immer wieder überfordert. Ich weiß nicht, was miteinander kombinierbar ist und überhaupt, wie viele Teile ich in meinem Kleiderschrank habe. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich einfacher und leichter fühle. Deswegen habe ich entschieden, mich selbst zu challengen. Ich mache das Projekt 333. Ich werde 3 Monate lang 33 Teile aus meinem Kleiderschrank tragen und nichts weiteres. Klamotten, Schuhe, Jacken, Accessoires und Schmuck, alles zählt. Was nicht in diese 33 Teile inkludiert ist, sind folgende Sachen: Unterwäsche, Sportklamotten, Schlafsachen, Kleidung, die man zu Hause anzieht, Ehering bzw. Schmuck, was du ständig trägst und nicht ausziehst. Übrigens, wenn dir dieses Video gefällt, dann vergiss nicht, ein Like da zu lassen. Und falls du kein Abonnent bist, herzlich willkommen, abonniere meinen Kanal und verfolge die nächsten Videos, weil ich werde natürlich auch Teil 2 drehen. Am Ende dieses Challenges, wie habe ich mich gefühlt und welche Insights ich in dieser Zeit hatte. Über das Projekt 333 habe ich übrigens in einem Shortcast erfahren, welche ich über die App Blinkist höre. Ich liebe Podcasts zu hören, aber manchmal sind sie ewig lang und da gibt es auch ziemlich viel Blabla drin. Also bevorzuge ich die zusammengefasste Variante, auf nur 15 Minuten zusammengefasst, in Form von Shortcasts. Auch über 5000 Sachbücher werden bei Blinkist auf die wesentlichen Kernaussagen zusammengefasst. In nur 15 Minuten pro Titel erschließt du dir so die großen Ideen. Du bekommst Inspiration, Motivation und so kannst du dein Leben Schritt für Schritt verändern. Blinkist bietet mir kuratierte Kollektionen zu den Themen an, die mich interessieren. Und da mein Ziel des Jahres 2023 auszumisten ist, weniger Besitztum zu haben und nur das Wesentliche zu lassen, finde ich Inspiration und Motivation oft bei Blinkist, weil die mir immer wieder entsprechende Literatur vorschlagen, die ich ganz schnell anhören kann. Momentan kannst du bei Blinkist sogar dein Premium-Account mit deinem Partner teilen. Das heißt, du zahlst nur für einen Premium-Account und 2 Personen können das gleichzeitig nutzen. Und mit meinem Link in der Videobeschreibung erhältst du zusätzlich 25% auf ein Jahres-Premium-Abo und vorher kannst du Blinkist sogar 7 Tage lang kostenlos testen. Mein Ziel ist natürlich, so die Teile auszusuchen, dass die untereinander kombinierbar sind und ich mir nicht so Gedanken machen muss, was geht mit was
und was ich anziehen soll und was zusammenpasst. So bin ich zu meinem Kleiderschrank hin und habe zuerst angefangen, meine Lieblingsteile auszusuchen. Danach habe ich überlegt, wie gut das zusammenpasst und wie ich die Teile untereinander kombinieren kann. Das Problem, was ich jetzt sehe, in 2 Monaten fahren wir in den Urlaub ans Meer und ich muss eigentlich auch die Kleidung mit aussuchen jetzt für diese Zeit. Geschweige denn das Problem, dass ich jetzt Kleidung für Frühling und Sommer aussuchen soll, weil das Projekt läuft jetzt Mitte März bis Mitte Juni. Mitte Juni, das wird ziemlich warm sein. Das heißt, ich muss mir schon Sachen für Sommer auch überlegen, aber Urlaub noch dazu. Puh, habe ich mich entschieden, so zu tun, als ob ich nicht im Urlaub wäre. Und ich stelle mir die Sachen zusammen nur für die 3 Monate, als ob ich nur hier in der Stadt wäre und mein normales Leben hätte. Sonst bin ich total überfordert jetzt. Im Endeffekt habe ich folgende Teile ausgesucht. Ein Trenchcoat, ein Jackett, 3 Pullis, 5 Blusen, 3 T-Shirts, ein Tanktop, ein Kurzarmpulli, 2 Jeans, 2 Hosen, schwarz und weiß, 2 Röcke und für den Sommer 2 Kleider, 1 kurze Hose, 4 Paar Schuhe, 3 Taschen, 1 Sonnenbrille und 1 Paar Ohrringe. Und ich habe nicht mal alle Kombinationen durch und ich bin total erstaunt, wie viele Kombinationen kannst du aus dieser Menge von Kleidung zusammenstellen. Und jetzt verstehe ich eigentlich diesen Begriff Capsule Wardrobe. Also ich würde sagen, ich habe meine ganze Garderobe, sind nur Basics. Von daher passt es ganz gut und ich bin trotzdem überrascht, wie viele Kombinationen kann man kreieren? Wenn du Lust hast mitzumachen, schreib gerne in den Kommentaren Projekt 333. Abonniere mich auch über Instagram, weil dort werde ich täglich zeigen, wie ich klarkomme mit dieser Auswahl. Kannst du mit mir gemeinsam auf Instagram dieses Projekt miterleben und wir können auch gemeinsam uns gegenseitig challengen. Und wenn du Lust hast mitzumachen, sehr gerne. Ich freue mich, wenn die Gruppe größer wird und wir können uns gegenseitig unterstützen. Natürlich sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen, welchen Lebensstil hat man und welche Kleidung trägt man täglich. Ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, eine etwas elegantere Garderobe zusammenzustellen, weil ich ehrlich gesagt nach 5 Jahren Moms Jeans und T-Shirts schon etwas müde bin. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte jetzt eine Veränderung und diese fängt damit an, wie man sich täglich anzieht und präsentiert. Und das Tolle an diesem Challenge ist, dass man das ziemlich einfach machen kann. Das sind ja nur 3 Monate und man kann das nur als Experiment wahrnehmen. Man muss die Sachen nicht gleich wegwerfen, ausmisten. Man legt die Sachen nur zur Seite für diese 3 Monate. Und nach 3 Monaten, wenn man die Sachen immer noch haben möchte, kann man die wieder rausholen. Und nach 3 Monaten kann man sich eine neue Kapsel für die nächste Saison zusammenstellen. Und in dieser Zeit kann man sich natürlich Gedanken machen, wie komme ich klar mit diesen 33 Teilen oder misse ich etwas, was ich zur Seite gelegt habe und wie ist überhaupt meine Einstellung zu den Klamotten?
was brauche ich wirklich, was trage ich wirklich, worin fühle ich mich wirklich wohl und könnte das täglich tragen. 3 Monate lang sind lang genug, um etwas über sich selbst zu lernen.